Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Teuer versus Billig. Und wie ihr da auch im Hintergrund da sehen könnt, geht es heute um Malzbier. Koya hat sich gewünscht, dass ich ihm, wie er immer sagt, Kinderbier mitbringe. Und ich wusste nicht, soll ich mir jetzt das Original mitbringen oder reicht ihm das auch aus so einer PET-Flasche? Irgendwie von Aldi haben wir das. Und ja, deswegen habe ich einfach mal mehrere Sorten mitgebracht. Und ja, Koya ist gerade noch unten, macht Baby Ben fertig und ich werde das jetzt alles vorbereiten und dann kann der Koya ja mal testen, welches ihm denn besser schmeckt. Ob es das teure ist oder ob es das billige von Aldi ist, wer weiß das schon. So, und ich bereite das jetzt vor und zwar habe ich hier einmal, das ist dieses Karlsquellmalz, das ist das günstige von Aldi. Ich blende euch hier oben mal die Preise ein, damit ihr mal den Unterschied wisst. Also das ist auf jeden Fall das günstige. Dann haben wir mal das, was wahrscheinlich jeder kennt, das Vitamalz. Also das ist das teure. Und als drittes hatte ich noch gefunden, Karamalz. Und Karamalz ist genauso teuer wie Vitamalz. Also ich wusste das vorher gar nicht. Ich kannte Karamalz gar nicht. Aber ich habe das bei Rewe gesehen und dachte mir, könnten wir ja auch nochmal mitnehmen. Und ja, das sind unsere drei Produkte sozusagen. Ich habe jetzt hier drei Zettel, eins, zwei und drei und drei identische Gläser von IKEA und ich werde das jetzt erstmal präparieren und werde jetzt ja und in die Gläser die jeweilige Sorte oder eine Sorte reinfüllen und halt eins, zwei oder drei und ich muss mir dann halt nur merken, welche Sorte war und dann kann der Koya hochkommen und dann kann er probieren und dann kann er mir sagen, welche Sorte ihm gefällt. Mal schauen. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, welche Nummer welches Bier ist, Kinderbier ist. Und ja, jetzt darf der Kolja hochkommen und dann muss er mal probieren. So, da ist jetzt der Kolja und Baby Ben wollte doch noch nicht schlafen, ist jetzt auch noch mit dabei. Und ja, Kolja kann jetzt anfangen. Ich weiß nicht, willst du drin riechen, willst du die vergleichen oder. Die sehen, finde ich, alle aus wie Cola. Ja, aber gefühlt ist das hier, also Nummer 3, am durchsichtigsten. Okay. Ja, dann willst du nicht bei Nummer 1 anfangen, einfach damit es einfacher ist? Hoch, Ben, wird die Kamera. Ich muss mal kurz die Kamera anders hinstellen. Ich setze mich mal dazu. Also Nummer 1 probiert Koya. Ja. Also, ich habe verstanden. Zu sein, bitte. Mal sein. Also das schmeckt irgendwie ein bisschen komisch. Nummer 3 schmeckt komisch. Hast du was anderes reingekippt? Ich habe das vor laufender Kamera, ich habe nichts anderes reingekippt. Das sind doch alles drei unterschiedliche, nicht? Ich habe alles drei die gleichen reingebracht oder so. Musst auch so umdrehen. Euer Tipp Karamalz. So, was ich ein Gefühl hat. Okay, also das ist dein Tipp. Und welches schmeckt dir davon am allerbesten? Ja, ne? Eins, zwei und drei. Also das schmeckt mir. Also, nein. Die Nummer 2 schmeckt mir am besten. Die Nummer 1 am zweitbesten. Ich darf doch mal, ne? Okay.
Hä, was machst du denn jetzt? Die 2 schmeckt mir am besten, die 1 und 2 besten, die 3 am schlechtesten. Aber jetzt stimmt das doch mit den Biersorten nicht mehr auf dem Ja, Ohren. Stimmt, da hast du auch recht. So, so ist mein Tipp. Also, wir müssen jetzt erstmal auflösen. Also als allererstes muss ich sagen, Koya hat richtig getippt. Alle 3 Biersorten, also Kinderbiersorten, sind richtig zugeordnet. Also, das ist ein Kenner. Du hast die Flaschen wirklich richtig zugeordnet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dir schmeckt also das Günstige am besten? Ja. Ist das jetzt, weil du denkst, dass es günstig ist? Oder weil du dir gedacht hast, es ist das Günstige und es... Nee. Also ich habe, muss ich ehrlich sagen, rein vom Geschmack her, das Vitamalz... Oh, zu viel mit Kohlensäure. Habe ich früher als Kind schon extrem gerne getrunken. Aber wenn ich es jetzt so trinke... Ich mag es leider nicht, sonst würde ich es auch mal probieren. Weiß nicht, irgendwas ist anders, also von dem Geschmacks... Du wolltest gerade gucken, ob es abgelaufen ist oder was? Nein. Ach, wir können ja mal die Kalorien vergleichen. 42 Kalorien? Das hier 44. Und das auch 42 Vitamin. Nee, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas. Also ich muss auch sagen, von hier aus sieht das hier, das Vitamin wirklich, liegt das daran, dass es auf dem gelben Zettel ist? Nee, ich hab's in Luft gehalten. Also ich muss echt sagen, dass das Vitamalz wirklich irgendwie durchsichtiger ist. Also und ich muss ehrlich sagen, ich dachte eigentlich immer, dass das Vitamalz halt ist, das Malzbier sozusagen. Das Beste. Karamalz habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, bis du es gekauft hast, muss ich auch zugeben. Weil das kostet ja eigentlich fast genauso viel. Kostet genauso viel. Oder sogar genauso viel. Und das hier ist, glaube ich, Aldi, ne? Aldi, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir damals schon das alkoholfreie Alster von Aldi. Gut, in PET-Flaschen natürlich nicht, in Glas dann. Aber hat mir gut geschmeckt. Und dieses Malzbier kann ich sogar aus PET-Flasche trinken. Und sonstiges Bier aus PET-Flasche, ich laufe hier weg. Ja? Also ich würde sagen, billig hat gewonnen. Aber eindeutig. Baby Ben gibt auch seinen Senf dazu. Und ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben. Einmal, mögt ihr auch Malzbier? Und wenn ja, welches ist euer Lieblingsmalzbier? Oder habt ihr vielleicht nur Vitamalz oder nur das teure ausprobiert? Dann probiert das mal von Aldi. Das schmeckt anscheinend sehr gut. Ja, und an Herrn Aldi sponsert uns mal, weil das Zeug ist lecker. Also das könnt ihr einmal in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wir noch so ausprobieren sollen bei teuer versus billig. Ne? Wir haben ja noch so ein paar Ideen, aber ja, was interessiert euch? Schreibt uns das mal in die Kommentare und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und da Koya jetzt ja noch ein bisschen Bier vor sich hat, ne, würde ich sagen, wir mischen das einfach mal. Nein, das ist doch voll eklig. Hallo, das ist Punschen, das macht man nicht. Ja, dann trinkst du das jetzt. Oder so. Soll ich den Koya, trink das jetzt. Den uns dann machen? Jetzt trink das. Oh, das weiß ich. Vielleicht schmeckt genau diese Mischung ja am besten. Aber bitte nicht kotzen. Super, und jetzt ein Röpschen raus. Mach ein Bäuerchen. Nein. Alles klar, das war gar kein Echter. Doch, da kann man damit, aber ich wollte ihn provozieren. Also, das war's jetzt auch. Das war's jetzt. Tschüss.